Erstmal ist er hier. So, da ist doch was. Das kann ich aber nicht anzünden, ne? Sieht nicht so aus. Ah, Kiste. Es gab... Ah. Wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen Japan... eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Ach, deswegen, das habe ich... wenn ich es umdrehe, dann spricht sie automatisch, den anderen Text. Deswegen war es letztes Mal abgebrochen. Alles klar, verstehe ich. Ja, gut. Also es ist eine japanische Plakette. So. Aus der Armee. Dann war das hier nur so ein kleiner Bonusbereich. Okay. Dann können wir jetzt hoch. Und höchstwahrscheinlich an den Turm springen, ne? Bin gespannt. So. Hallo. Oder so. Ja, zack. Ich guck mal eben nach unten, ob es da was abzuschießen gibt. Sieht aber nicht danach aus. Ja, dann müssen wir uns jetzt wohl irgendwie hochkämpfen, ne? Okay, los geht's. Bin gespannt, was jetzt hier passieren wird. Ah. Ich würde da auch nicht gerne hochgehen, ehrlich gesagt. Vor allem nicht auf so ein rostiges Teil. Ja, genau. Okay. Das sieht sehr hübsch aus, tatsächlich. Coole Atmosphäre, coole Musik. Richtig geil. Nicht runtergucken. Da hätte ich dann, glaube ich, jemanden gestreikt. Ja, super. Aha. Ohohoho. Okay, ich darf den Sender einstellen. Ist das der Sender? Bin mir nicht sicher, ob das der Sender sein soll. Da. Aha. Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Wenn
Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Ich glaube nicht, dass wir hier heil so runterkommen, oder doch? Dann fahren sie ein Signal vor. Muss ich jetzt einfach wieder runter? Wo stehe ich denn jetzt? Ach, hier. Ach so, einfach mit dem Seil runterdüsen. Okay. Ja, dann viel Spaß, Lara. Huhuhuhu. Ja, das ging ja. Aber ich bin jetzt komplizierter vor. Ich dachte, der... Ja, ich dachte, dass wir jetzt tatsächlich irgendwie, ja, abstürzen oder sonst, dass der Turm zusammenbricht. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay, ja, du, dann, gehen wir weiter, ne? Habe ich alles nachgeladen, was nachzuladen geht? Ja. Dann nur erstmal den Bogen. Wo ist eigentlich mein Gewehr? Ich hätte doch so eine Schrotflinte. Wisst ihr noch? Die ist weg. Also ich finde sie zumindest nicht. Darf ich, oder war das Maschinengewehr? Das war das Maschinengewehr, ne? Wahrscheinlich, ja. Muss ja. Ich glaube nicht, dass sie mir irgendwelche Waffen wegnehmen. Ich dachte, dass ich in der letzten Aufnahme so eine kleine Schrot hätte. Hatte. So, da ist eine Kiste. Ne, das sind leere Kisten. Das ist eine volle. Ist auch keine Kiste. Manjo. Ich will doch nur Sachen finden. Okay. Treibstofftanks. Ah. Ja. Ja gut, das ist ja immerhin was. Oh, da ist ja einer. Aber du bist schon länger tot, ne? Ja, du bist schon länger tot. Du auch. Du liegst genauso wie er hier, kann das sein? Warte mal. Ah, nicht ganz. Aber ähnlich. So, mal eben gucken, ob hier was versteckt ist. Komm, irgendwas dahinter. Es muss sich doch lohnen, hier mal rumzustöbern. Aber nicht für den Alex. Nee. Darf ich da drauf klettern? Nein, darf ich nicht. Ja gut, dann gehen wir mal in die Hütte rein. Die wollen anscheinend nicht, dass wir hier draußen was finden. Da ist eine Kiste. Und da ist ein Buch. Oder ist das ein Geocache? Nee. Feuerstahl. Aha. So sollte es gehen. Interessant. Halten Sie. Ja gut. Heißt das, die hält jetzt länger oder keine Ahnung? Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Mal gucken. Kann ich das jederzeit machen? Ach so, ich kann jetzt jeder. Oh, das ist ja schön. Ich kann jederzeit jetzt Feuer machen. Oh, herrlich. Ja, aber ich kann jetzt ja schlecht direkt den Tank anzünden, ne? Dann wird's, glaube ich. Oder? Ich kann jetzt nicht einfach ein Feuer da reinhalten und. Ja, bumm. Moment, irgendwie muss ich das anders machen. Gucken wir mal. Hier kann ich rauf. Hm. Ja, so ist es wohl nicht gemeint. Ach, hier ist ein Rad. Meine Damen und Herren, das Rad. Das kennen auch nur die, die früher Der Preis ist heiß geguckt haben. Und jetzt bildet sich eine Pfütze und dann zünden wir das mal an. Und dann gehen wir ganz schnell weg. Komm her. Wir sollten weggehen, glaube ich. Da ist es. Ich glaube doch nicht, dass die runterkommen, Hal. Geil!
Alter, das ist ja aber eine geile Todesart gewesen. Huhuhu. Okay, ich verstehe so langsam, warum das Spiel ab 18 ist. Hammer. Ja, ich habe nicht ganz gesehen, wo ich da lang rutschen soll. Wahrscheinlich hier unten, ja. Okay. Tja, das war das Flugzeug. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Machen wir alles. Ja, das war aber ein Erfolg mit dem Funksignal. Ah, herrlich. So. Gut. Wäre auch ein bisschen kurz gewesen jetzt, ne, das Spiel, wenn wir jetzt gerettet worden wären. Kann ich das anzünden? Nein. Kann ich nicht. Kann ich hier irgendwas tun? Wieso Trapez? Ich weiß nicht, was er gerade von mir wollte. Heppa. Muss anscheinend wegrennen. Ich lauf mal, ne? Okay. Heppa! Ich bin daneben gesprungen. Okay. Und, yep. Hier bricht jetzt alles zusammen, kann das sein? Ich durfte gerade nicht weiterrennen eben. Oh, heilige Scheiße. Hoppala. Fuck. Nur wieder. Gut. Mittlerweile weiß ich ja, wie man die am besten besiegt. Da kann ich was anzünden. Lara, bist du da? Können wir aufs Funkgerät antworten? War das der Pilot? Na, wahrscheinlich, ne? Ja, ich würde ganz gerne das Feuer anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe hier keine... Achso, da, ob wir doof. Kann ich doch. Ich habe doch jetzt ewig Feuer bei mir. Wie war das jetzt? So, ne? Ne, oder? So, okay. Tada. Sehr schön. Okay. Das hat doch geklappt. Da oben ist was, ne? Ah, ich sehe schon. Was haben wir denn da Feines? Ah, eine Kiste. Das lohnt sich doch bestimmt. Hoffe ich. Na gut, immerhin ein paar Giraffe-Punkte. Es hört sich an wie Funkgerät auf jeden Fall hier in der Nähe. Da muss ich mal irgendwie hin. Wenn ich sie nochmal zurück komme ich nicht, ne? Das klang für mich wie so ein bisschen Funkgerät. Vielleicht war es aber auch kaputt. Ist das
Ist hier ein altes Lagerfeuer? Ja, ist es. Okay, nehmen wir das mal. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war... Oh, ich habe nicht zu Ende gehört. Entschuldigung. Ja, sie braucht sich da jetzt ja keine Schuld zu beweisen. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu, ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Aber der hat doch die Stimme von dem mit dem von Tagebuch eines Wahnsinnigen. Wieso fällt ihr das denn nicht auf? Ja gut, ja. Sie liest ja nur, wir hören's, ne? Sie macht automatisch das Licht jetzt an in der Höhle, ist auch interessant. Okay, ist da noch was drin? Das sieht aus, als würde da irgendwie so ein Torbogen reingemeißelt worden sein. Was soll ich denn da gucken? Die Kamera sagt, ich soll nach rechts gucken. Ach, schön. Hier drüben! Das war doch gut. Ah, jetzt geht's. Okay, alles klar. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, das mit diesem Seil. Ich kann nicht hoch. Was soll das? Ach so, da muss ich hin. Ah, okay. Ah, fuck. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich kriege hier die Krise. Blöde Fotze. Das sieht aus wie ein Typ oder wie eine Frau, ich weiß es nicht. Es muss einen Weg nach oben geben. Ja, gibt's auch. So, die Leute darf ich wieder nicht? Doch, darf ich. Den habe ich gerade, ne? Ja. Pfeile, immer gut. So, hinten ist eine Kiste, die ich haben will. Da geht's auch lang, aber erstmal will ich dahin. Höp. Genau. Und ist wieder zurück. Höp. Wie sie manchmal so ein bisschen schräg dahin glitscht, da wo ich hin will. Ja, entweder da oder da. Ich versuche das mal eben mit R1. Wie war das jetzt? Bogen und dann R1. Genau. Zack. Genau. Sehr schön. Und höp. So, da könnte ich mich draufstellen, will ich aber nicht. So, ein paar Leichen einsammeln. Na, das war doch ein Typ. Irgendwie komischerweise sah das von unten aus wie eine Frau. Ja, ich sehe schon den Pfeil da. Das kann ich zum Einsturz bringen, okay. Ich möchte schon ganz gerne wissen, was da ist, ne? Kiste. Okay, sind eh voll. Von hier ist uns nichts weiter zu erwarten. Okay, gut, dann gehen wir wieder runter. Hoppa!
So, dann gehen wir hier weiter. Okay. Läuft doch. Kann mich aktuell nicht beschweren. Ich darf anscheinend nicht so weit. Okay. Ach, da muss ich mich rüberschwingen, ne? Oh. Ja, ja, Seilbruch, ich sehe schon. Ja, ja. Ich will nur mal kurz hier hoch. Hier ist nichts, schade. Da oben ist eine Kiste. Da möchte ich eigentlich lieber hin, wenn ich ehrlich bin. Und zwar da. Ich schwing mich mal. Was? Um Seilbrücken herzustellen. Ja, geht das hier nicht? Hm. Muss ich die nehmen? Ach so. Ah, I see. Okay. Okay. Also ich muss das schon an solchen Pflöcken dann festbinden. Da unten noch was. Ah, sieht gut aus. So, jetzt will ich aber da hoch. Kann ich das von hier aus? Wahrscheinlich.